Guten Tag und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Pressekonferenz nach dem Spiel der Preußen. Jetzt haben wir es, glaube ich. Gegen den KFC Uerdingen. Ich begrüße unsere Gäste aus Krefeld, Stefan Krämer, der heute, glaube ich, ein ganz besonders glücklicher Gast ist, und unseren Trainer Marco van Werpen. Und ohne große Vorrede darf ich unseren Gast um seinen Kommentar zum Spiel bitten. Ja, schönen guten Tag alle zusammen. Vom Anpfiff weg fand ich es ein super spannendes, super intensives, super hochklassiges Drittligaspiel mit in der ersten Halbzeit wechselnden Abschnitten, mit Vorteilen für uns oder dann für die Preußen. Ging hin und her, Torschancen, Torsituationen, viel Tempo im Spiel, viele Umschaltaktionen, sehr intensives Zweikampfspiel teilweise. Aber wirklich, glaube ich, für jeden Zuschauer ein gutes 0-0 in der Halbzeit, ein spannendes Spiel. Ich fand, dass wir ab der 60. schon ein bisschen mehr Spielkontrolle gewonnen haben und schon aus unserer sehr stabilen Verteidigung raus viele gute auch Ballbesitzzeiten hatten, Torschancen hatten. Im 1 gegen 1 auf den Keeper, der überragend hält, zwei, dreimal. Aber es war immer gefährlich, das Spiel war immer auf der Kippe, es war ein Ritt auf der Rasierklinge. Und du brauchst dann einem auch in diesem Spiel so ein Matchglück, wie wir es hatten mit dem abgefälschten Schuss von Öztürk. Und danach, muss ich sagen, hat die Mannschaft super souverän das wegverteidigt. Wir hatten, glaube ich, nach dem 0-1 keine so brisante Situation mehr zu regeln hinten. Und das spricht sehr A für den Fitnesszustand der Mannschaft, für die Konzentration. Das ist natürlich eine erfahrene Truppe, die dann weiß, wie sie solche Sachen zu verteidigen hat. Ich glaube, es war ein klasse Drittligaspiel, das wir nicht ganz unverdient gewonnen haben, aber das wirklich auf der Kippe stand. Danke sehr, Stefan Krämer. Marco van Werpen, bitte. Brauche ich gar nicht viel zu sagen, kann ich so unterschreiben. Fand ich genauso. Also ich fand in der ersten Halbzeit ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel mit Torschancen für uns. Torschancen für Uerdingen, die das auch immer wieder sehr, sehr gut gemacht haben, die auch diese Spieler dafür haben, diese schnellen Spieler. Und ja, ab der 60. war es dann wirklich so. Da war bei uns offensiv ja, absoluter Stillstand, keine Bälle mehr festgemacht. Ja, der Druck war jetzt nicht unheimlich groß, aber da waren schon immer viele gefährliche Situationen und kriegst einen Querpass vom 16er, der so nicht passieren darf. Der nimmt den Ball noch an, legt ihn sich hin, schießt, abgefälscht, dann noch drin. Danach habe ich es genauso gesehen, keine gefährlichen Aktionen mehr von uns, nichts gut mehr rausgespielt. Auch über die Spieler, die eingewechselt worden sind, fand ich auch wenig Impulse diesmal. Und ja, das ist schon hier richtig enttäuschend heute, dass wir die zweite Niederlage so früh in der Saison kassiert haben. Und ja, finde ich ganz bitter. Wir wollten hier definitiv anders auftreten und haben das über 90 Minuten haben wir es nicht geschafft. Von daher gehen wir dann hier, glaube ich, auch mit einer verdienten Niederlage heute vom Platz. Danke sehr, Antti. Haben Sie Fragen an die Trainer? Stefan, kannst du was zur Verletzung von Dennis Daubisch schon sagen? Mein Mikrofon. Achso. Eine Sekunde bitte. Stefan, kannst du was zur Verletzung von Dennis Daube sagen, zur Schwere? Ja, also was ich jetzt gerade von den Ärzten gehört habe, ist ein Riss im Innenband. Gibt es weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann darf ich mich bei Ihnen bedanken, meine sehr verehrten Damen und Herren. Unseren Gästen viel Erfolg in 14 Tagen gegen Halle und der Heimreise und Ihnen allen ein schönes Wochenende.